Therapeuten am Limit, in der Praxis Überlebenskampf. Wir sind Heiko, zusammen sind wir stark. Wir sind in der Zeitung und überall am Start. Und wann nimmt der Spahn uns endlich wahr? Wann zeigt sich Spahn endlich menschennah? Aha. Wann kommen wir in der Praxis klar? Theoretisch kommt keine Praxis klar. Therapeutisch stehen wir den Menschen nah. Also malten wir mit Kreide auf die Straße, ja, damit es jeder sieht. Wo bleibt die Empathie? Hallo? Wir fuhren schließlich von Frankfurt nach Berlin. Gesundheit ist kein Spiel, doch worauf wir anspielen, steht zu Genüge in jedem der 1000 Brandbriefe. Im Ministerium trägt man teure Anzüge, doch keine Verantwortung, checkt eure Attitüde, checkt was wir schreiben, checkt mal die Inhalte, wir wollen Antworten und kein Hinhalten. Dies ist ein Protest, ja, dies ist ein Widerstand, weil sich was ändern muss für den Therapeutenstand, für die Menschen, die für die Menschen da sind, doch wird aus dem Sparwahn der Sparsinn. Dies ist ein Protest, ja, dies ist ein Widerstand, weil sich was ändern muss für den Therapeutenstand, für die Menschen, die für die Menschen da sind, doch wird aus dem Sparwahn der Sparsinn. Die Politik ist still, aber wir werden lauter. Wir haben Power, bauen auf wie Maurer. Organisieren, motivieren, wir wollen zum Wohle therapieren. Doch monieren die Situation, denn am Ende verlieren wir. Die GKVs geht's rosig, bessere Vergütung wären logisch. Kohle mit uns machen, doch ohne uns denn so nicht. Wir müssen mit den Einkommen auskommen, es bedarf an Abkommen. Ihr hört uns laut trommeln, alles für den Menschen, alles für den Patienten, alles für den Beruf, aber wo soll das enden? Lass uns miteinander reden, lass uns nicht im Regen stehen, es geht um das Menschen. Leben. Wir wollen doch nur überleben, leben wie man's verdient, wenn man den Menschen dient. Wie wär's mit ein wenig Empathie? Nur ein wenig Empathie, yeah. Dies ist ein Protest, ja, dies ist ein Widerstand, weil sich was ändern muss für den Therapeutenstand, für die Menschen, die für die Menschen da sind, doch wird aus dem Sparwahn der Sparsinn. Dies ist ein Protest, ja, dies ist ein Widerstand, weil sich was ändern muss für den Therapeutenstand, für die Menschen, die für die Menschen da sind, doch wird aus dem Sparwahn der Sparsinn. Denn aktuell ist es ja wohl ein Sparwitz, Spanwitz, alles zu spartanisch, spartanisch, und das geht gar nicht.